Bestrafe sie. Boah, ich schlag sie einfach die ganze Zeit. Geh und küss deinen Boden, Abby. Er wird nie dein sein. Er ist mein Boss. Toxisch. 3 Uhr morgens. Ich liege im Bett und habe einen Teller Spaghetti mit Chilisauce und gucke solche Videos. Lieber Red Dead, du bist genauso lost wie ich. Und das gefällt mir. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Become Office Queen. Oh mein Gott, habe ich... Sind meine Beine steif geworden? Oh, da kommt, was passiert hier denn alles? Da kommt ja schon mein Modelfreund. Oh mein Gott, was ist mit meinen Knien? Wut auf ihn. Frage sie, ob er verletzt ist. Warum soll ich... Diese Übersetzung ist wieder so unfassbar. Ich bin mal wütend. Öffnen Sie nicht die Augen während dem Fahren. Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Verzeihen Sie ihm. Okay. Nun, du bist süß, also hast du recht. Und ich laufe weiter mit meinen Beinen. Besonderes Meeting, aber ich muss zurück mein Auto reparieren. Oh mein Gott. Wisst ihr, ich bin jetzt so dreist von den Entwicklern, dass die halt ernsthaft so eine Wir wissen genau, dass es nicht fertig ist. Oh Gott, es ist so furchtbar einfach nur. Oh, meine Beine. Oh Gott, es ist so schlimm. Was soll der Stift in meinem Hirn? Hallo, das ist Eva. Liebe Eva, du wurdest zum nächsten... Bitte kleiden Sie sich angemessen und nehmen Sie pünktlich teil. Ah, okay. Das sieht doch nett aus. Ja, oder? Obwohl, das wahrscheinlich eher. Ich nehme das. Ich werde die Office Queen, Girls. Oh ja, ich laufe wieder normal, oder? Was für ein dummes Mädchen. Das ist ja wie bei Teufel trägt Prada. Die sieht doch genauso aus. Was machst du hier? Sag ihr die Wahrheit. Ich bin hier für ein Interview. Genau so geht man zu einem Interview. Wer glaubst du, wer du bist? Oh, da ist wieder unser Modelfreund. Warum ist sie hier? Oh mein Gott. Was ist hier los? Red heißt er. Hier ist ein Eindringling. Ich bin nicht der Eindringling. Jemand rief mich für ein Interview an. Wie groß ist der eigentlich? Ich sehe, er kommt mit mir in den Besprechungsraum. Er hat mich angerufen, wie schlecht. Mann, guck dir doch mal mein Outfit an. Verdammt, ich muss sie bestrafen. Ey, das ist wieder Comedy Gold hier einfach. Oh Gott, das sieht so furchtbar aus. Beginnen wir mit dem Interview. Warum möchten Sie in unseren Unternehmen einsteigen? Ich mag dieses Team. Großartig, können Sie mich innerhalb von 3S beeindrucken, von 3 Sekunden. Oh, jetzt habe ich meinen Stift verloren. Beeindruck ihn. Nimm den Bleistift in die Hand, lass ihn... Oh nein. Oh nein. Ich weiß, was sie da machen kann. Dann beeindrucken wir ihn doch mal. Wetten, ich heb den Stift jetzt dumm auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ist wie Confidence? Tut mir leid, ich habe meinen Stift fallen lassen. Worüber haben wir gerade gesprochen? Großartig, Sie wissen wirklich, wie man Blicke aus sich zieht. Ich muss etwas für Sie drucken. Was ist mit deinen Fingern los? Bitte, bitte folgen Sie mir, meine Keime. Was macht denn die da? Oh mein Gott. Oh, wie dumm. Und er hat es voll gesehen und ist voll unimpressed und findet es voll unsympathisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ken, wie konntest du nur? Weinen, Schminke. Es gibt nur die 2 Optionen, Mädels im Leben. Weinen oder Schminke. Ich nehme Schminke. Okay, drücken wir uns mal kurz die Pickel aus, während er mit der anderen rummacht. Oh ja, so schnell geht es. Wunderbar. Oh ja, wir lassen uns schnell hier noch eine Freeze stylen. Komm, wir nehmen die Haare. Let's go. Wir nehmen das Make-up, weil wir es können. Let's go. So, ich nehme das Outfit. Es überzeugt schon, ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. So, hallo. Oh, überraschen. So, oh mein Gott, das sind schon die besten Office-Verhältnisse. Die Office-Queen, wo er die Office... Ich muss diesen Job verloren haben. Nein, da ruft er an, er hat deine Nummer. Wie heißt der? Lorem Impf, was? Liebe Eva, Sie wurden eingestellt. Willkommen in unserem Unternehmen. Fragen Sie nach den Aufgaben. Fragen Sie nach dem Grund. Was ist passiert? Ich dachte, du würdest mich nie einstellen. Ich bin nicht sicher. Es ist der Befehl des Chefs. Sie können ihn morgen früh fragen. Wie soll ich ihm morgen begegnen? Ja, aber wirklich, wie sollst du ihr begegnen? Du hast ihren Freund ausgespannt. Schau mal, wer das ist. Nun, halte dich von Red fern. Er gehört mir. Ohrfeige. Nein, ich habe sicherlich kein Geld ausgegeben, euch diese Option zu zeigen. Okay, Ohrfeigen! Bang, bang, into your room. Fängt ja super an. Wirklich, ich bin einen Tag hier und mache einen Moonwalk hinter ihr.
Vor allem das Outfit fürs Office auch gewagt. Hallo! Ich hoffe, Sie können Ihr Büroleben genießen. Fragen Sie nach der beruflichen Aufgaben. Fragen Sie, warum hast du mich eingestellt? Weil du geil bist. Nun, ich habe ein paar Aufgaben für Sie. Ja, offen ehrlich. Okay, was schaue ich da eigentlich gerade an? Bitte helfen Sie mir, das Büro aufzuräumen. Oh Mann, bro. Bitte ordnen Sie den Aktenschrank nach Farben. Also vor allem, er steht dabei, ne? Er steht gerade dabei, während ich das mache, um zu gucken, ob ich zu dumm bin, das hinzukriegen. Gut gemacht! Ich fühle mich irgendwie nicht ernst genommen. Hi, wie geht's? Ziemlich gut, danke. Wie steht es mit dir? Ach, gleich alt, gleich so. Also ich habe gehört, dass du hier jetzt arbeitest. Ja, ich habe gerade erst diese Woche angefangen. Hör zu, ich will dich nicht beunruhigen, aber Sie müssen vorsichtig sein mit Red. Er hat den schlechten Ruf als Playboy. Ach, sag bloß. Wirklich, davon hatte ich noch nie was gehört. Was? Der ist ein Playboy? Oh, um Gottes Willen. Vertraue ihr, behalten Sie ihre... Ich vertraue ihr. Danke, Hon. Ich werde meine Augen offen halten. Oder sie will was von ihm. So, Girl. Glaubst du, ich bin ein Verlierer und du kannst mit ihm flirten? Abby, wir haben nur gesagt, haben nur hey gesagt. Oh, wirklich. Sieht so aus, als ob ihr beiden ziemlich, euch ziemlich mögt. Merken. Merken, es ist mein. Es geht einfach so schnell. Ich glaube tatsächlich, ja, ich habe doch mit ihm rumgemacht. Bestrafe sie. Boah, ich schlag sie einfach die ganze Zeit. Geh und küss deinen Boden, Abby. Er wird nie dein sein. Er ist mein Boss. Toxisch. Boah, ist toxische Weiblichkeit hier. Eva, öffne die Tür. Der Vermieter, öffne die Tür. Ich bin jetzt breitbeinig auf meinem Bett, wenn meine Vermieterin reinkommt. Sie haben 3 Monate lang keine Miete bezahlt. Entweder heute oder sie gehen hier raus. Ich habe gerade einen neuen Job gefunden. Gib mir bitte noch einige Tage. Du hast also kein Geld, um mich heute zu bezahlen? Nein, und du verschränkst deine Arme in deinem Körper. Das ist sehr beängstigend. Oh, oh nein, ich wurde rausgeschmissen. Aber sie hat ja recht. Mein... Live in Dog. Geben Sie für eine Nacht ein billiges Hotel. Bleiben Sie eine Nacht in der Firma. Natürlich gehe ich in die Firma und treffe dann meinen Homie. Kann er mich nochmal befahren, bitte? Genauso geht man auch nach, wenn man mit dem Koffer läuft, wenn man auch so nach unten läuft, so traurig. Eva, wo gehst du hin? Ich wurde von meinem Vermieter vertrieben. Komm mit mir, du darfst heute Nacht bei mir. Er hat nichts an! Warum bin ich nicht mit ihm nach Hause gegangen? Ist das sicher? Nein, du bist lost. Du bist verloren. Ich muss gehen. Ich habe ein Geschäftsbankett. Lass ihn bleiben. Lass ihn gehen. Ich lasse ihn mal bleiben. Was auch immer das bedeutet. Geh nicht. Bleib bei mir. Please. Lass uns zusammen duschen. Es wird Spaß machen. Begeisterte Resonanz. Wie meinst du das ernst? Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich. Er ist so süß und fürsorglich, sollte ich eine Chance geben. Jetzt lass uns unter die Dusche gehen. Oh mein Gott, das passiert wirklich. Ich denke, ich bin bereit. Ja, nach einem Tag im Office mit dem Chef gleich mal schnaggeln. Ey, beste Option, dass es eine Gehaltserhöhung gibt. Mich wird man jetzt sicherlich im Büro ernst nehmen. Ich liege die ganze Zeit breitbeinig da. Das muss ja wehgetan haben gestern. Wendy, ich wurde von meinem Vermieter rausgeschmissen. Oh nein, kann ich irgendwas für dich tun? Ich lebe jetzt mit Red zusammen. Was? Das ist unmöglich. Hat er dir etwas getan? Ja, ich will mehr wissen. Lass uns morgen zum Mittagessen. Bis bald. Aber er hat mir was getan. Was hat er mir getan? Was denkst du über die Beziehung zwischen dir und ihm? Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Er ist mein Chef, das ist alles. Wirklich, das bezweifle ich. Warum starte ich dieser Typ immer wieder an? Oh mein Gott. Eva, bist du es, Ranger? Geben Sie es zu. Verleugnen Sie es. Ja. Ich weiß, dass du es bist, Eva. Ich bin Andy. Andy, ich habe dich nicht erkannt. Du siehst so anders aus. Du auch, aber du bist immer in meinen Gedanken geblieben. Sagt mal auch, wenn eine andere Frau am Tisch sitzt. Bla 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 bla. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, Eva. Wer bist du denn überhaupt? Auch schön, dich zu kennen, Wendy. Aber ich muss gehen. Ich habe hier in der Nähe ein Geschäftstreffen. Wir müssen auch gehen, zurück in die Arbeit. Bestimmt ist es der Bruder von meinem Chef. Könnt ihr mal bitte irgendwie sagen, worum es geht? Wer ist er? Wo kommt er her? Girl, Support Girl. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Oh Gott, sie sind also zu einem Besuch in unserer Firma gekommen. Eva, freut mich, dich wiederzusehen. Es scheint, als würdet ihr euch kennen. Sagt ihm die Wahrheit. Ja, Andy und ich haben uns schon mal getroffen. Sollen wir in den Besprechungsraum gehen? Nun, los geht's. Wie sie einfach alle in die Richtungen fahren. Neue Aufgabe. Nehmen Sie an der Besprechung teil. Annehmen. Gutes Mädchen, auf geht's. Oh, gutes Mädchen.
Ich vertrete LM Cosmetics, eine Beauty-Marke. Ich bin hier, um eine Zusammenarbeit zu suchen über unsere neuesten Beauty-Produkte. Eva, kannst du dich um diesen Fall kümmern? Lass ihn dich lieben. Sicher bin ich. Großartig, freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Glitzer, 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 wie dieses dumme Make-up vorhin sparkelt. Es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren. Oh, da ist ja schon das nächste Wohnangebot. Ich habe schon eine ganze Weile auf dich gewartet. Steigen Sie ein, ich fahre Sie nach Hause. Warum siehst du mich auf einmal? Flirten mit Andy. Ihr seid wirklich nett, vielen Dank. Die Hand. Oh, jetzt kommt er und sieht es. Andy, danke, aber Eva und ich sind auf dem gleichen Weg. Ist es nicht so, Eva? Jetzt habe ich extra flirten mit Red. Natürlich nicht, du willst mich nur entführen. Du kennst mich so gut, lass uns gehen. Okay, tschüss, Andy. Ey, da sitzt der andere drin. Hey, das bin ich. Bleib still. Ist das dumm einfach nur. Das ist eine Betrügerin. Heute ist ein großer Tag. Nach einem Monat harter Arbeit erzielen wir endlich Ergebnisse. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Eva, komm mit mir zum Abendessen. Sicher, ich bezahle dafür. Ein Date, oder Red? Du solltest sie wirklich in Ruhe lassen. Ein Date? Wusstest du es nicht? Andy und Eva waren Klassenkameraden der Highschool. Sie gingen sogar zusammen zum Abschlussball. Ja, ist ja auch alles so 10 Jahre her. Ist das wahr? Mach Red eifersüchtig. Brunnen. Ja, ich habe nicht erwartet, dass du das rausfindest. Wenn sie... Einfach nur Brunnen. Lass Andy dich lieben. Ich würde gerne gehen. Ja, wir sollten zusammen feiern. Das ist unangenehm. Brunnen. Was ist denn das für eine Scheißkonstellation? Was würdest du... Oh, was ist das jetzt? Entschuldigen Sie, ich muss für eine Weile gehen. Wir sind einfach so random, wenn wir die ganze Zeit siezen. Sieht komisch aus. Andy scheint in Schwierigkeiten zu geraten. Ha, was wollen wir tun? Folgen Sie Andy. Das ist dumm. Oh, was haben wir jetzt gesehen? Ich weiß, dass du es bist. Du kannst nicht entkommen. Rette sein Leben. Oh, oh mein Gott, er wurde erschossen. Andy! Er verschwand. Notruf. Ruf den Notruf an. Nein, rufen Sie nicht den Notruf an. Eva, verbinde mich bitte. Sie sollte sagen, was hier los ist. Das solltet ihr besser nicht wissen. Ich befehle es. Andy, du musst mit uns ehrlich und offen sein. Na gut, sei da bist Mund. Wirklich? Warum hast du dich die Polizei gerufen? Das kann ich nicht beweisen. Ich will mich nur rächen. Ich möchte nicht, dass ihr euch einmischt. Wir sollten zuerst hier weg. Das ist sicherer. Sorry, we haven't finished filming yet. Es ist witzig. Teilen Sie Ihre Vorstellung von der Geschichte. Oh, kann ich das machen? Ich will noch eine Geschichte schreiben. Ich will dir eine Geschichte schicken. Bitte, 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 bitte. Wisst ihr, was ich lustig finde? Man hat jetzt am Ende richtig gemerkt, dass die selber keinen Bock mehr auf die Geschichte hatten und sie wird einfach umso wirrer und umso undeutlicher. Kennt ihr das? Wenn ihr einen Aufsatz startet, voll detailliert und am Ende merkt ihr, die Zeit fehlt euch und ihr schreibt irgendwas hin und es ergibt keinen Sinn. Das ist genau das Game. Aber Leute, ich hatte viele Lacher. Ich hoffe, ihr auch. Es ist einfach so herrlich dumm gewesen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich über sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.